Es gibt Neuigkeiten zu The Division 3. Welche Neuigkeiten das sind, alles in diesem Video. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video auf meinem Kanal. Es gibt Neuigkeiten zu The Division 3. Viele Leute fordern immer, wo ist The Division 3? Wo bleibt's? Ubisoft, Massive, was ist da los? Ein Insider hat ausgepackt und zwar, es gibt keine Pläne für ein The Division 3 im Moment. Ist die Quelle vertrauenswürdig? Ja. Es ist Tom Henderson und der, wenn der was leakt oder wenn der Infos rausgeht, dann sind die eigentlich zu 99% immer sicher. Natürlich, von Ubisoft wird es keine Stellungnahme geben dazu, aber trotzdem, er sagt, naja, sie planen eigentlich gar nichts, was The Division 3 betrifft. Für mich eigentlich logisch. Ich sag schon länger, es wird kein dritter Teil im Moment kommen oder die werden ihn nicht programmieren. Vielleicht liegt er irgendwo in einer Schublade natürlich, das kann sein. Aber Massive, Ubisoft ist sowieso generell unter Druck, wie ihr wisst. Also Ubisoft im Ganzen und Massive auch. Also Massive selbst, wenn wir jetzt nur von Massive sprechen, ist beschäftigt mit The Division 2, wie wir wissen. Hier ein Mini-Team. Angeblich macht sie jetzt Ubisoft Rumänien, also Bukarest und noch jemand. Und ich habe keine Ahnung mehr, wer es jetzt alle macht. Für mich ist immer noch Ubisoft Massive selbst zuständig, egal welche Studios macht. Also wenn ich von Massive spreche, wenn ich Massive kritisiere, wenn ich The Division kritisiere, dann eben Massive und nicht irgendein Studio in Bukarest oder sonst irgendwo. Was ist sonst so los bei Massive? Naja, sie müssen Avatar fertig machen. Das ist schon delayed Ewigkeiten. Also hier warten wir auch seit Ewigkeiten auf Informationen. Ebenso arbeiten sie an Star Wars für Lucas und hier von mir eben auch eine Meinung dazu. Es wurde jetzt vor kurzem Hogwarts Legacy released, wie ihr wisst, hier für Warner Bros. Und dieses Spiel setzt Maßstäbe, also richtige Maßstäbe. Ich fürchte mich schon vom Release von Final Fantasy 16, weil es wird an Hogwarts Legacy gemessen werden. Ebenso wird Avatar oder auch ein Star Wars an Hogwarts Legacy gemessen werden. Und ich gebe euch einen Tipp, Ubisoft Massive, guckt euch mal das Spiel an. Ich nehme wohl an, ihr werdet es eh machen, aber schaut dort mal hinein, denn so programmiert man ein Spiel. Also ich muss ehrlich zugeben, Hogwarts Legacy, ich selbst bin kein Harry Potter Fan, aber dieses RPG setzt definitiv eben einen neuen Maßstab. Ja, also richtet euch danach und wenn ihr es nicht hinkriegt, dann überarbeitet euer Projekt. Ihr seht, die sind eh busy ohne Ende. Genauso Ubisoft unter Druck wegen Kohle und wegen fallender Aktie und sonstiges. Das kann einem Spieler eigentlich noch generell egal sein. Ja, also mir und dir kann es wurscht sein, was bei denen los ist. Denn wir wollen eigentlich nur weiterspielen in The Division 2. Wir warten auf TO17, das ja auch verschoben wurde. Hätten sie Geld verlangt, wir hätten es gezahlt. Sie hätten echt kein Geldproblem, wenn sie halt ordentlich programmieren und dafür Geld verlangen, aber sie machen halt immer nur so kleine Sachen, wie wir wissen, und hierfür Geld zu verlangen, wäre dann eben nicht so gut. Ja, wenn sie jetzt so ein Add-on bringen wie Wallets of New York, take my money. Ja, wenn es gut ist, wenn es groß ist, why not? Ja, dann habt ihr wieder ein bisschen Kohle für euch und es passt. Aber hier, wie gesagt, die Division 3, das ist in weiter Ferne gerückt. Ja, wir haben so viele Baustellen, so viele Probleme, selbst eben in der Firma, in Ubisoft, in Massive, die haben keine Zeit, um irgendwie an die Division 3 zu denken. Ja, also hoffentlich kapieren es auch jetzt mal die immer sehr positiv sind. Es kommt ja jetzt eh bald an die Division 3. Wir brauchen 2 nicht mehr spielen, vergesst das. Der Division 3 Ewigkeit, ja, keine Ahnung, wann das kommen wird. Vielleicht nie, wer weiß. Ja, somit schlechte News oder beziehungsweise eigentlich nur News, dass es eben nicht geplant ist. Es sind ja keine schlechten News, denn sie haben nie gesagt, es ist geplant. Somit hakt mal der Division 3 ab. Das Thema ist mal erledigt. Ja, und wir freuen uns oder wir warten mal auf TO17, denn das wird ja nur ein bisschen kleiner sein. Ich warte im Endeffekt auf Jahr 5. Ja, Jahr 5 muss gut sein. Wenn Jahr 5 nicht gut ist, dann denke ich, dann ja,
wird in Division 2 auch nichts mehr zu retten sein. Auch wenn viele spielen oder manches spielen, aber ohne Inhalte, ja, kannst du halt dein Spiel nicht retten. Somit, ich hoffe, das Video trotzdem hat gefallen. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Ist das Video vorbei? Ja, Video ist vorbei, Video ist vorbei. Dann erzähl ihnen von den zwei Videos. Hier gibt es noch zwei weitere Videos von meinem Kanal. Und den Abo-Button. Abo-Button. Dann hier den Abo-Button für weitere Videos in Zukunft. Jetzt sag das mit der Glocke. Das mit der Glocke. Sag mal, Charles, wie dumm kann man sein? Ich hab doch gesagt, was Charlie gesagt hat. Das mit der Glocke.